Hallo und herzlich willkommen bei Sprakuku Deutsch lernen. In diesem Video könnt ihr wieder euren Wortschatz erweitern. Was bedeuten denn die Verben absagen, ansagen, aufsagen, aussagen, besagen oder durchsagen? Ihr wisst es nicht? Dann bleibt bitte dran, denn ich erkläre euch anhand einfacher Beispielsätze, was diese Verben bedeuten können. Und wenn euch das interessiert, bleibt bitte dran. Sprakuku Deutsch lernen. Das erste Verb in diesem Video lautet absagen. Ein Beispiel. Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen muss das Konzert leider abgesagt werden. In diesem Beispielsatz bedeutet etwas absagen, dass eine Veranstaltung nicht stattfinden kann, dass etwas nicht ausgeführt werden kann. Absagen bedeutet also etwas nicht stattfinden lassen, etwas nicht ausführen. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Ich muss leider für morgen absagen. Ich wünsche euch aber viel Spaß in Berlin. Ich muss leider absagen? Wie bitte? Was bedeutet etwas absagen oder einer Person absagen? Das bedeutet in diesem Beispiel, dass man einer Person seine Verhinderung mitteilt, dass man ihr sagt, dass man nicht mitkommen kann, warum auch immer. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet ansagen. Ein Beispiel. Die Pressesprecherin hat soeben das neue Programm für die neue Saison angesagt. Etwas ansagen bedeutet in diesem Beispiel, dass man etwas durchgibt, dass man etwas ankündigt oder bekannt gibt. Ansagen gebraucht man auch häufig als Partizip 2 und somit als Adjektiv. Sehen wir uns auch dazu ein Beispiel an. Das Unternehmen hat sich selbst übertroffen. Die neue Modekollektion ist total angesagt und jetzt schon der Renner auf der Fashion Week. Total angesagt sein. Was bedeutet das? Wenn etwas total angesagt ist und der Renner ist, ist es beliebt. Angesagt sein bedeutet also sehr beliebt sein. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet aufsagen. Ein Beispiel. Die Schüler haben auf der Jubiläumsfeier ein selbstverfasstes Gedicht aufgesagt. Etwas aufsagen bedeutet in diesem Fall etwas auswendig Gelerntes vortragen. In diesem Fall haben die Schüler ein selbstverfasstes Gedicht vorgetragen. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet aussagen. Ein Beispiel. Petra K. hatte vor Gericht gegen ihren ehemaligen Chef ausgesagt. Gegen jemanden aussagen bedeutet, vor Gericht etwas gegen eine Person zum Ausdruck bringen. Dem Gericht mitteilen, was vorgefallen ist. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Es stellte sich heraus, dass Petra K. falsch ausgesagt hatte. Gegen sie wurde eine Geldstrafe verhängt. Falsch aussagen bedeutet, dass man vor Gericht lügt, dass man vor Gericht nicht die Wahrheit sagt. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Was der Künstler mit diesem Gemälde aussagen will, ist mir nicht ganz klar. Jemand möchte etwas aussagen. Mit einem Gemälde zum Beispiel. Was bedeutet etwas aussagen in diesem Beispiel? In diesem Beispiel verstehe ich das nicht ganz. Ich verstehe nicht, was der Künstler zum Ausdruck bringen möchte. Hier bedeutet etwas aussagen also auch etwas zum Ausdruck bringen. Sehen wir uns das nächste Verb an. Das nächste Verb lautet besagen. Ein Beispiel. Dieser Beschluss besagt, dass die Clubs die geplante Reform der UEFA Champions League umsetzen wollen. Dieser Beschluss besagt. Was bedeutet das? In diesem Beispiel bedeutet es, dass dieser Beschluss etwas Bestimmtes ausdrückt, dass dieser Beschluss eine bestimmte Bedeutung hat, also etwas Bestimmtes bedeutet. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Eine alte Bauernregel besagt, Abendrot, Schönwetterbot, Morgenrot, Schlechtwetter droht. Oder auch, hat der April mehr Regen als Sonnenschein, so wird es im Juni trocken sein. Auch in diesem Beispiel bedeutet besagen, dass etwas, also hier die Bauernregel, eine bestimmte Bedeutung hat oder etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringt. Sehen wir uns das nächste und letzte Verb in diesem Video an.
Das nächste Verb lautet durchsagen. Ein Beispiel. Psst, im Radio werden gerade die Fußballergebnisse durchgesagt. Etwas wird im Radio durchgesagt bedeutet, dass etwas im Radio bekannt gegeben wird, dass etwas mitgeteilt wird. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Ein Mitarbeiter hat den Grund für die Verspätung des Zuges am Bahnhof durchgesagt. Auch in diesem Beispiel bedeutet durchsagen, dass man etwas bekannt gibt oder etwas mitteilt oder eine Ansage macht. Und das war auch das letzte Beispiel in diesem Video. Wenn euch noch eine wichtige Bedeutung gefehlt hat, schlagt diese bitte nach oder nutzt die Links in der Beschreibung des Videos, denn dort findet ihr die fehlenden Bedeutungen mit Beispielsätzen. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Und ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video geholfen hat beim Deutschlernen und bei eurem Wortschatzerwerb. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar freuen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!